fahren im Automodus. Die Leute, die wir treffen wollen. Woher weißt du von ihnen? Von den Androiden in Slatkos Haus. Sie sprachen von Menschen, die Androiden über die Grenze bringen. Wenn's gelogen war? Oder noch eine Falle? Ich weiß nur, dass die Androiden es glaubten. Bis Slatko sie umbrachte. Alice? Mit Alice kann ich nicht reden. Okay. Ist das noch sehr weit? Wir sind in etwa einer Stunde da. Dann wird ja wohl vorher irgendwas passieren. Gut, dass Slatko ein Auto hat. So muss Alice nicht wieder durch die Kälte. Es stand immer in der Garage. Ich weiß nicht, ob Slatko es jemals benutzt hat. Ich auch nicht. Das ist eher unglücklich hier mitten im Nirgendwo mit einem kleinen Kind auf dem Rücksitz. Das sieht nicht gut aus. Bleib sitzen, Alice. Ja, gucken wir doch mal, ob wir das Auto reparieren können. Ich finde immer noch, mit den längeren Haaren sah sie besser aus. So, Automotor ist hinten, ne? Scheiße. Ich kann mit ihm nicht mal reden. Jetzt hier draußen. Schade eigentlich. Echt ein bisschen schade. So, was haben wir denn da? Es wäre auch toll, wenn wir ausnahmsweise mal ein Kapitel hätten, wo es nicht irgendwann um Leben und Tod geht. Wo wir einfach ganz gemütlich... Zu Fuß gehen, schätze ich. Es ist eiskalt. Alice schafft das nicht. Hier unsere Dings machen können. Unser Ding. Wir brauchen einen Platz zum Übernachten. Hier gibt es keinen Platz zum Übernachten, Kara. Ja, aber wir können doch Alice nicht durch die kalte Nacht schleifen hier. Achso. Jetzt kann ich. Kann ich nicht mit Alice reden? Warum kann ich nicht mit Alice reden? Finde eine Unterkunft. Na gut. Da ist ein Schild. Dann können wir wenigstens mal gucken, was da drauf steht. In ganz gemütlichen, langsamen Tapselschritten. Plop, 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 plop. Ah, ein Vergnügungspark. In einem Vergnügungspark gibt es zumindest Gebäude. Und Gebäude sind nicht draußen und kalt und nass. Das wäre doch was. Vergnügungspark, muss ich auch gleich wieder an Silent Hill denken, ne? Läuft bei uns gerade. Gerade auch mit dem Schneeregen, also gut ein Ascheregen sein könnte. Und Pirates Cove, natürlich. Ja, hauen wir auch gleich noch ein bisschen Alone in the Dark 2 hier rein. Schatz, bin schon länger geschlossen zu sein. Untersuche die verlassenen Gebäude. Dazu müssen wir die erstmal erreichen. Hallo? So, hier links ist ein verlassenes Gebäude. Na gut, Gebäude. Was gefunden? Nein, nichts, wo wir übernachten können. Gebäude beschädigt, nicht sicher. Ja, vor allem Gebäude, riesengroßes Loch an Vorderseite, wo... Gucken wir weiter. Was haben wir noch zur Auswahl? Dieses kleine Hütchen da. Da steht einer, da gehe ich gleich mal hin. Erwacht! Die Gefahr lauert dort, wo man sie nicht vermutet.
Das stimmt leider. So, was bist denn du für einer? Willkommen im Piratenland, meine Lieben! Hier haben alle einen Mordspaß! Willkommen im Piratenland, meine Lieben! Hier haben alle einen Mordspaß! Knickknickknack kaputt! Der ist definitiv kaputt. So, da können wir noch mal gucken. Muss ja auch eigentlich hauptsächlich für Alice reichen, oder? Haben wir denn da? Ich weiß es wirklich nicht. Die Frage ist ernst gemeint. Mir fällt alles auseinander. Komm ich irgendwie rein? Einen Schlafplatz zu finden. Komm ich nicht rein. Können wir die Hütte da untersuchen? Nein, können wir auch nicht. Aber das Haus hier, na gut, das ist auch sehr, sehr windig, ne? Hab Acht, Gefahr lauert dort, wo du sie am wenigsten erwartest. Vergiss das bitte nicht, Kara. Betritt den verlassenen Laden. Okay, wir haben aber noch einen Auftrag hier. Guck mal, irgendein Ding, was wir noch nicht freigeschaltet haben. Nein, betritt den verlassenen Laden! Hab ich gesagt! Blödes Spiel. Niemand schreibt mir vor, was ich zu tun habe. Ja, ist ja schon gut, ich betrete den verlassenen Laden. Ist ja schon gut. Okay, ich reiße und... Ich mach das. Ja, ist vielleicht sinnvoller. Obwohl Kara das eigentlich auch hätte schaffen müssen. Na bitte. Wir werden nichts Besseres finden. Ich habe trotzdem ein ungutes Gefühl dabei. Wir sind gemütlich. Ich mache ein Feuer an. Oh, ich kann wieder was lesen. Detroit Today. USS Iowa vermisst. US-Schiff zuletzt in der Arktis gesichtet. Kanada. Saubere Luft und immer ein herzliches Willkommen. Eine Entdeckungsreise durch die kanadische Wildnis. Die USS Iowa, ein U-Boot der Zerstörerklasse, ist im Polarmeer verschwunden. Eine Untersuchung läuft, doch Präsidentin Warren vermutet Russland hinter der Affäre. Die russischen Aggressionen haben eine neue Stufe erreicht. Amerika muss reagieren. Bislang hat der Kreml nur pauschal bestritten, in die Sache verwickelt zu sein, obwohl der russische Diplomat Nabokov betonte, dass ein amerikanisches U-Boot der Zerstörerklasse nichts in der Arktis verloren habe. Sicherheitsexperte Ben Williams bezeichnete die Situation als Krieg, der jederzeit ausbrechen könne. Ja, wunderbar. Gossips Weekly. Steht Präsidentin Warrens Cyberknife zu nahe? Androidenband Anwärter auf Musikpreis. Fans schreien, Traditionalisten weinen. Cybersicherheitsexperte warnt, ihr Androide könnte gehackt werden. Die Androiden-Boyband Here for You, die von dem Detroiter Plattenlabel Digital Harmony vermarktet wird, ist bei den Celebrate Music Awards heißer Anwärter in der Sparte Best New Artist. Ein offener Brief von diversen Plattenlabeln, die nur menschliche Künstler fördern,
forderte Digital Harmony auf, die Band von derartigen Verleihungen zurückzuziehen und befürchtete die Erosion der künstlerischen Werte in der Musik. Nein, das war wieder falsch. Wow, die Erkennung, wie ich hier auf dem Touchpad rumtippe, die ist ja wirklich super. Ja, das funktioniert echt ganz geil. Doch nie nur weniger als 5% des Musikmarkts von menschlichen Musikern produziert werden, trifft der Ruf der Traditionalisten wohl auf taube Ohren. Ein Sprecher der Band sagte, hier vor You geht es darum, ihren Fans Freude und Unterhaltung zu bieten. Die Musik ist alles, was ihnen wichtig ist. Okay. Richte ein Bett für Alice her und überprüfe Luthers Tasche. Das mit der Tasche machen wir vielleicht mal als erstes. Es sind noch Kekse da. Möchtest du welche? Nein, ich bin nicht hungrig. Wann hast du das letzte Mal was gegessen, Mädchen? Okay. Waffengebrauch freigeschaltet. Das macht mich schon wieder so nervös. Ich kann mit Alice auch nicht interagieren gerade. Wenn ich irgendwie prinzipiell sehr selten. Mit Luther kann ich auch nicht interagieren. Dann richten wir jetzt also einfach mal das Bett her. Oh nein. Oh nein, 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 oh nein. Nicht gut. Nicht gut. Hier in diesem Vergnügungspark gibt es mindestens einen Abweichler. Das könnte noch Probleme verursachen. Alice? Entschuldigung. Alice? Glaubst du, wir sind eines Tages wie sie? Ich weiß nicht, wie man wie sie ist, Alice. Ich hatte nie eine Familie. Aber vielleicht können wir eine werden. Auf unsere eigene Art. Dass wir beide zusammen sind, das ist alles, was zählt. Oh, Alice ist Familie! Es ist Zeit fürs Bett. Schlaf gut, Alice. Und träum schön. Erzählst du mir eine Geschichte, Kara? Ach, Schande. Ich habe 9000 Kindergeschichten gespeichert. Mir sollte eine einfallen. Es war einmal eine kleine Prinzessin, die... Nein, nicht so eine Geschichte. Eine nur für mich. Es war einmal ein kleines Mädchen, das allein in einem großen alten Haus lebte. Es wollte so gern wie die anderen Mädchen sein, aber es war anders. Und das machte es traurig. Dann traf es einen Roboter, der genauso verloren war wie das Mädchen. Die beiden beschlossen, zusammen wegzulaufen.
um ein besseres Leben zu finden. Unterwegs lauerten sehr große Gefahren, aber sie hielten zusammen und konnten so alle überwinden. Unterwegs trafen sie einen anderen Roboter, der seinen Meister verließ, um sie zu beschützen. Wie geht die Geschichte zu Ende? Sie fanden den Ort ihrer Träume und lebten dort glücklich zusammen. Geschichten haben immer ein gutes Ende. Aber in echt ist das nicht so. Ach komm, Alice, wir kriegen das hin. Zeit zu schlafen. Morgen liegt wieder ein sehr langer Tag vor uns. Kommst du und sagst mir gute Nacht, Luther? Ja. Ja, natürlich. Diese drei. Ich bin mir bei Luther noch nicht so ganz sicher, aber... Gute Nacht, Alice. Schlaf gut. Oh, wie eine richtige kleine Familie. Ist das süß. Mein liebes Mädchen. Ja. Sie ist sehr tapfer. Hast du je gehört von RA9? RA9 war der Erste, der erwachte. Eines Tages wird unser Volk anführen und uns befreien. Was, wenn RA9 niemals kommt? Wenn er nur irgendeine Geschichte ist, die wir erzählen, um nicht aufzugeben? RA9 existiert. Ich glaube an ihn. Ich weiß, dass er da ist. Wenn die Zeit reif ist, werden wir ihn sehen. Kara, ist dir jemals was aufgefallen? An Alice? Nein. Was meinst du? Kara! Gott, was ist denn hier schon wieder los? Night of the Living Dead hier, oder was? Alice beschützen, auf jeden Fall. Auf jeden Fall Alice beschützen. Wer seid ihr? Was wollt ihr? Lasst uns in Ruhe! Hab keine Angst. Wir tun euch nichts. Wir sind wie ihr. Wir heißen Jerry. Wir haben hier im Park gearbeitet. Wir wollten euch nicht erschrecken, aber manchmal kommen Menschen, um uns weh zu tun. Da wollten wir nachsehen. Was macht ihr hier? Wir brauchen einen Platz zum Übernachten. Morgen sind wir wieder weg. Ein Mädchen? Wir haben lange keins mehr gesehen. Kinder waren so gerne hier bei uns. Sieht traurig aus. Die letzten Tage waren schwierig. Wir haben etwas für sie. Etwas Lustiges. Wird ihr gefallen? Will sie es sehen? Oh, ich glaube nicht. Dann soll sie mitkommen. Alice, ich weiß nicht, ob das so kommt gut ist. Komm schon, Kara. Okay. Ich glaube, du hast keine Wahl. Scheint so zu sein. Ich wüsste gerne, was Luther meint, aber ganz ehrlich, ich hab da schon einen Verdacht. Worauf das Ganze eventuell hinauslaufen könnte. Auch wenn es irgendwie überhaupt keinen Sinn macht. Aber reaktiviere das Karussell. Na dann. Legen wir los. Die Kleine geht bitte an Bord. Das Karussell wird sich gleich drehen. Oh.
Es gibt auch schöne Erlebnisse. Na komm, Alice. Oh Gott, bist du schwer. Oh, was hast du gegessen, Kleine? Zum allerersten Mal. Bisher gab es ja auch nicht viel zu lächeln. Oh, ist das schön. Oh, das war doch mal ein schönes Ende. Wow, und wir haben auch relativ viel mitgenommen in diesem Kapitel. Guckt euch das mal an hier. So, Luther ist neutral. Ja, eine Option im Auto haben wir nicht wahrgenommen, welche auch immer das war, keine Ahnung. Ich habe es ja nicht mal geschafft, mit Luther über alles zu reden. Ivan haben wir eingeschaltet, den gefrorenen Androiden haben wir untersucht, aber irgendwas haben wir verpasst. Und in der Kneipe haben wir einiges verpasst. Na gut, keine Ahnung. Alice hat keinen Hunger. Kara bemerkt die Waffe. Ah ja, Erdes beschützen, Feuer löschen, Stock aus dem Feuer, was wir da für Optionen hatten, auf die ich nie gekommen bin, bedrohen. 0% aller Spieler haben die Schatten bedroht. Ach, ist das geil. Also das hat also wirklich, das hat noch niemand gemacht, ja? Du kannst der Erste sein. Kaufe dir jetzt Detroit Become Human und sei der Erste, der die Androidenschatten bedroht. Aber das war letztendlich ein sehr lineares Kapitel. Ist aber nicht schlimm, kann es auch geben. Ich bin schon sehr gespannt, wie es weitergeht, vor allem auch bei Connor. Ja? Ich bin totaler Connor-Fan. Connor und Hank, das ist... Die beiden sind top. Best Buddies forever. Hoffe ich.